meine Allerliebsten da draußen. Tante Agnes sagt Hallo. Wow, ich hab's nicht mal geschafft, eine normale Intro zu filmen, ohne mit den News herauszuplatzen. Aber ich glaube, ihr habt es mitbekommen. Agnes ist Tante geworden. Und ja, das hört sich jetzt an, als wäre ich 80 plus, weil Tante Agnes hört sich richtig sehr gebrechlich an. Aber ja, ich bin gerade ein bisschen zu weit weg, um den Kleinen durchzuknuddeln. Hab ihn schon über Skype kennengelernt, Hallo gesagt. Und in meinem Auftrag wurde er schon durchgeknuddelt. Und ja, wie es mir dabei geht, muss ich glaube ich nicht erklären. Ich habe so das Gefühl, dass diese Videos nur mehr zu so einer Therapiesitzung werden, wo ich da meine Gefühle dahin in die weite Welt hinaus breite. Verbreite, egal. Aber ja, das wird hier kein Tante Agnes ist Tante Video, sondern es soll eine, seht ihr das da schon irgendwo, Roomtour werden. Denn ihr habt es wohl mitbekommen, ich habe einen dezenten Wohnortwechsel hingelegt. Neuer Start, neue Stadt, neues Haus, neues Zimmer. Und ja, also, ich glaube, mehr gibt es gar nicht mehr zu sagen. Wollt ihr sehen? Los geht's. Kommt mit. Komm, ihr neugierigen Nasen. Ihr wollt es doch sehen. Hallöchen! Und hier melde ich mich jetzt von meiner King-Size-Matratze am Boden, surrounded by Stauraum. Oder möglichen Stauraum, der schon voll ist. Ich habe ganz viel natürliches Sonnenlicht hier unten, bin in einem sehr kompakten Zimmer untergekommen. Mein Koffer ist hier, aber das Zimmer hat Charakter. Die Matratze ist bequem. Was will man mehr? Ja, okay. Hat es mir irgendwer da draußen abgekauft? Tja, also, das ist nicht mein Zimmer. Hahaha, wer hätte das gedacht? Ich weiß, ich bin unglaublich lustig, aber letzte Woche kam bei mir die Community-Kanzlerin vorbei. Und zwar in der ersten, oder die sollte halt in der ersten Zeit dann mal vorbeischauen und so schauen, ob alles klappt. Und ich und meine Host-Mom haben einfach so sehr mit dem Gedanken gespielt, sie da ein bisschen reinfallen zu lassen und ihr einfach dieses Thema zu präsentieren, einfach nur um diesen Gesichtsausdruck zu sehen. Und ja, jetzt habe ich es auch versucht. Euren Gesichtsausdruck kann ich leider nicht sehen, aber ich nehme mal nicht an, dass mir das irgendwie abgekauft habt, weil mit dem Schauspielern habe ich es ja nicht so. Also, grüßen wir jetzt ins richtige Zimmer, okay? Los geht's. Ui. Aber das ist wirklich mein Koffer. Und die Matratze ist wirklich bequem. Also ganz gelogen habe ich nicht. Los geht's. So, jetzt stehen wir vor der richtigen Tür. Wir sind zwar immer noch im Keller, aber Agnes steht an der Tür. Also sind wir an der richtigen Adresse. Und ja, gibt es da ein paar neugierige Nasen da draußen? Dann zeige ich euch das jetzt mal. Weil warum warten? Und bevor wir jetzt in mein Zimmer spazieren, zeige ich euch noch das noch kurz. Weil das ist der Tisch, den mein Hostdad mir da hingeklatscht hat. Und finde ich ganz cool, weil das ist so mein Schreibtisch / Schminktisch. Oh, und hier mein Tripod. Hallo. Den habt ihr noch nie aus diesem Winkel gesehen, nehme ich mal an. Oh ja, also hier versuche ich manchmal produktiv zu sein, manchmal Augenringe wegzukämpfen und mich halbwegs socially acceptable aussehen zu lassen. Und ja, sonst ist da eigentlich nichts mehr Spannendes, außer ein Bild, das von New York von meinem Hostet gemacht und noch nicht aufgehängt. Aber gut, let's go. Let's do this. Da-da-da-da! Da sehen wir schon das größte Ding in meinem Zimmer, nämlich mein Bett. Und das ist wirklich, wirklich ziemlich fett und ziemlich gemütlich. Finde ich sogar noch ein bisschen gemütlicher als das in Texas. Sogar so gemütlich, dass ich da am liebsten einfach gerade gern mich hier reinlegen würde. Und ich wette, dieser Winkel ist gerade so unglaublich schmeichelnd. Also lassen wir das mal. Aber ja, also wenn ihr auf meinem Bett sitzt, seht ihr so circa das. Au, und ich habe mich gerade mein Handy drauf gesetzt. Sehr gut gemacht, Agnes. Aber gut, wir fangen mal von da an. Also,
Ich weiß, das war jetzt etwas durcheinander, aber hier ist das Bett. Dann hier so zwei Nachttischlein. Da habe ich jetzt ein paar Bilderrahmen weggeräumt, weil zu viel privat und so. Und ein paar stehen noch da. Dieses Ding da in der Ecke erkennt ihr wahrscheinlich auch, weil das ist dieses typische IKEA-Dings. Was ist das? Blumentöpfchen? Nein, Storage-Ding. Ich habe da gerade so ein Teelicht dran gesetzt, weil ich das, ich finde, das hat voll süß aus. Eigentlich soll das dann für meine Schminkpinsel sein, aber jetzt gerade habe ich das so umfunktioniert. Aber zu IKEA später noch. Okay, weiter geht's. Was ist los, Kleiner? Ha? Der will ein bisschen Aufmerksamkeit, also. Upsi, und jetzt habe ich sie auch noch beleidigt. Es ist Coco, es ist eine Sie. Wieso sage ich immer eher zu dir? Oh, sorry. Gut, also. Ihr könnt wahrscheinlich sehen, dass ich mich ein bisschen in die Kleine da verliebt habe. Aber zurück zur Roomtour, okay? Coco, später zu dir. Gut, Fernseher. Was gibt's noch? Ach ja, ein Schrank. Gut, warte, da hole ich jetzt schnell mein Stativ. So, und das, könnt ihr euch schon denken, ist mein Kleiderschrank. Ja, jetzt funktioniert es. Muss man immer ein bisschen Gewalt anwenden. Und ich habe es für euch ein bisschen zusammengeräumt. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Sehr toll sieht es noch nicht aus. Ein paar Wintersachen haben sich eingeschlichen. Aber durch da oben ist alles noch Sommer. Und da unten und da mittendrin. Also, ja. So erfolgreich war ich da noch nicht. Aber das machen wir jetzt eigentlich auch wieder zu. Weil das schaut da echt nicht so spannend aus. Und hier, jeden Morgen, wenn ich es dann irgendwann schaffe, mich aus diesem Bettchen rauszuschälen, stehe ich dann da oder sitze da und habe immer dieselbe Frage, die ihr sicher kennt. Was ziehe ich an? Und zurzeit finde ich das echt schwer, weil ich einfach irgendwie versuche, Sachen zu schichten. Und ja, mir ist so und so immer kalt, also warme Sachen und so. Aber ja. Oh, warte. Lass mich mal was probieren. Wie geht denn das? Was nicht? Siri, what could I wear today? Ja, das ist ein bisschen hilfreich. Ist eh ganz schön, aber should I wear sneakers or boots? I'm sure I don't know. Ah, sehr hilfreich. Naja, okay, also, so viel zu meinem Kleiderkasten. Weg doch. Was gibt's hier noch so Schönes? Dann habe ich hier noch was entdeckt gerade. Für die habe ich noch nicht wirklich einen Platz, aber sie haben einen Platz in meinem Herzen. Oh, das habe ich jetzt sehr melodramatisch ausgedrückt. Aber ja, meine Cowboy-Boots. Und die sind natürlich mitgekommen. Die stehen da jetzt gerade so vor meiner Tür. Und wenn ich die sehe, da kriege ich immer irgendwie, ja, Fernweh, Heimweh. Ich weiß gar nicht, wie man das jetzt da beschreiben könnte. Aber ja, die kommen mit. Die bleiben noch bei mir. Und gut, was habe ich hier euch noch nicht gezeigt? Den Spiegel finde ich da ziemlich cool. Und da werdet ihr auch so eine andere View so eigentlich von meinem Zimmer bekommen. Also, ja, cooler Spiegel und so. Und was haben wir denn da noch? Mein Lieblingsplätzchen. Das ist einfach so ein gemütlicher Lounge Chair oder wie auch immer man das nennen will. Da führe ich ganz hoch important Skype-Gespräche durch. Zum Beispiel wie heute mit der lieben Carina. Und was mache ich da sonst noch so? Da tue ich oft Videos bisschen bearbeiten oder ich liege da einfach, wenn ich zu faul bin, mir noch die Zähne zu putzen und mich ins richtige Bett zu legen, dann gammel ich da drüben herum. Und ja, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, was tut dieser super hässliche Bär da in der Ecke? Und ja, er passt nicht ganz zu meinem Zimmer, nicht farblich und auch sonst nicht. Er hat Lippenstift im Gesicht, aber er ist frisch gebadet, falls euch das interessiert. Und ja, könnt ihr euch schon denken, was das ist? Das ist der kleine Rainbow Bear, den mir mein Host Kid in Texas gegeben hat. Circa so saß ich dann im Flieger. So, oder keine Ahnung, irgendwie sehr verwirrt. Und der Kleine war da mit mir mit. Und der Bär hat Charakter. Der Bär bleibt da, auch wenn er nicht zu meinem Zimmer passt. Der ist Teil da, irgendwo. Und der kugelt dann immer irgendwo in meinem Zimmer herum. Und heute habe ich ihn hier hingesetzt. Und das macht das Bild von diesem wunderschönen Chair irgendwie echt kaputt. Na gut, was gibt's sonst noch? Meinen Fernseher, den ich noch nie aufgedreht habe. Einfach, weil ich entweder oben Fernsehe oder nie fernsehe oder gibt's noch ein oder? Oder weil ich einfach sehr wenig Zeit in diesem Zimmer hier verbringe. Und weil ich immer irgendwo unterwegs bin. Zum Beispiel beim Einkaufen, weil das kann ich gut. Und da habe ich mir dieses
Medium Brown Bag da hier geholt. Und in diesem kleinen Bag ist ausnahmsweise mal nicht für mich, sondern für einen kleinen Stinker zu Hause. Falls ihr versteht, was ich meine. Oh, oh, oh. Okay, eins zeige ich euch noch. Also man kommt da jetzt wieder raus. Da wieder dieser Tisch. Und jetzt noch ganz hochinteressant, mein Badezimmer. Da-da-da-da. So, ja, also das Übliche halt. Ja, muss ich da viel dazu sagen. Gibt aber ziemlich viel Stauraum und das finde ich ganz cool. Weil in Texas hatte ich nicht ganz so viel Stauraum. Also das mag ich hier. Sonst, ja, eine Toilette. Ja, ein Bad, das ihr schon letztes Mal gesehen habt, weil ich da drin gesessen bin. Also, ja, mein Badezimmer ist jetzt echt nicht so interessant. Oh, warte, eins sehe ich noch. Das, okay. Das ist auch hochoffiziell das gemütlichste Ding, was ich mir je gekauft habe. Nämlich mein Bademantel. Und ich habe mir gedacht, ich bin 9 Monate hier. Macht das überhaupt Sinn, sich sowas zu kaufen? Ich meine, jetzt fast sind es nur mal 8 Monate. Solche Anschaffungen wie zum Beispiel ein Bademantel, macht das Sinn? Und ich habe mich dann entschieden, ja, zum Beispiel bei sowas, denke ich mir, ja, mache ich. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Also kauft euch einen Bademantel. Macht's einfach. Okay, nein, warte mal. Ein Highlight sehe ich hier noch. Besser als mein Bademantel, nämlich diese 2 Bilder. Und die hat auch mein Hostet gemacht und mir hier aufgehängt. Und da lacht dann irgendwie jeden Morgen mein Herz ein wenig, wenn ich die anschaue und merke, wie nah ich eigentlich gerade an New York bin. Und ja, das finde ich ganz cool. Hallo! So, das war sie, meine Roomtour. Ich hoffe, sie war einigermaßen kompakt und nicht allzu durcheinander, obwohl ich das Gefühl habe, sie war ziemlich durcheinander. Einfach, weil ich gerade auch etwas aus dem Häuschen bin und ein bisschen überdreht, falls man das irgendwie merkt. Aber ja. Was gibt es noch so zu sagen? Ich bin ja jetzt im Keller. Und was sich echt nicht anfühlt wie ein Keller, by the way, weil die Wände sind einfach so hoch, also das stört mich gar nicht. Und ich bin ja jetzt auch im Haus und habe jetzt 1 Jahr lang im Apartment in Texas gewohnt, also nicht mit der direkt in der Familie. Und bis jetzt muss ich sagen, gefällt mir das im Hausleben eigentlich echt ziemlich gut. Und ja, natürlich, es gibt Vor- und Nachteile bei beiden Seiten. Also natürlich vermisse ich, weiß ich eigentlich gar nicht, vermisse ich mein... Bis jetzt vermisse ich die so Privatsphäre eigentlich noch nicht, weil ich finde, ich habe meine Privatsphäre. Was ich vielleicht vermisse, ist, Leute zu mir einzuladen und so. Und dass man halt einfach, weiß nicht, wie viele Leute einfach bei mir im Apartment haben kann. Das ist halt hier nicht ganz so möglich, aber man trifft sich eh immer woanders. Aber in der Familie zu leben, finde ich echt... Bis jetzt sehr schön, finde ich sehr cool, ist ein anderes Gefühl. Und ich find's ganz cool, dass ich jetzt wirklich beide Seiten so erleben durfte. Und ich bin in diesem Zimmer eigentlich wirklich fast nie, weil entweder ich bin irgendwo unterwegs oder ich bin oben. Und zum Schlafen, zum Skypen, das war's eigentlich schon, sonst bin ich hier nicht viel. Deswegen habe ich mir auch gedacht, macht's Sinn, dieses Zimmer so irgendwie, ja... personalisieren, weil ich denke mir irgendwie, ich bin ja eigentlich in 8 Monaten schon wieder weg, also wo macht das überhaupt Sinn? Aber irgendwie habe ich dann schon beschlossen, dass so ein kleiner Touch Agnes, der wäre es schon, so vielleicht noch ein bisschen mehr als hier ein Bilderrahmen und da irgendein Fotobuch, sondern einfach noch irgendwie so eine Fotowand oder irgend sowas in der Art. Also falls ihr irgendwelche Ideen habt, lasst es mich wissen. Und ich habe dann auch beschlossen, mich auf die Suche nach coolen Sachen für das Zimmer zu machen. War bis jetzt noch nicht so erfolgreich. Wir waren nämlich bei IKEA und ja, viel gefunden habe ich da nicht. Wie zum Beispiel nur halt das. Was habe ich noch? Dieses kleine Hefel? Weiß ich gar nicht. Irgendwas war da noch. Naja, ich habe meine Swedish Meatballs bekommen, also das war ganz cool. Und ich habe Müsli gefunden. Also erfolgreich war es dann trotzdem. Aber es wirklich Sachen für mein Zimmer halt nicht. Aber falls ihr irgendeine Idee habt, wie ich das personalisieren könnte, lasst es mich wissen. Und gut, was noch? Ich glaube, viel anderes gibt es nicht mehr zu sagen. Ich bin super zufrieden mit meinem Zimmer. Hoffe, ihr seid super zufrieden mit meiner Roomtour. Und ich sage tschüss. Tschüsschen, bis zum nächsten Mal. Danke für die lieben, lieben Kommentare unter dem letzten Video. Ich freue mich, dass ihr mit meiner Gefühlsachterbahn da zurechtkommt. Und Tante Agnes sagt tschüss und meldet sich bald wieder. Tschüsschen, Küsschen. See you soon.